Das ist ja größer als Bundesrat hier lang. Letzte Reihe! Oh! Wir werden da rausfliegen, Bruder. Wir werden heute noch raus. Ich wusste es, ich schwöre mein Gott. Bevor du kommst, habe ich gesagt, Walla, guck, wie hier, genau hier geht es sein wird. Einmal bitte. Ich bin einfach. Oh mein Gott! Mein Fortnite-Duo, Mein Fortnite-Duo. Hier ist Hauptschuh, letzte Reihe, damit ihr Bescheid wisst. Es wird heute sehr laut. Ihr wisst Bescheid. Komm mal, Moritz, wir fliegen heute. Ey, und ich hab gesagt, guck mal, wie hier Rot sein wird und hier Abo Goku. Warte ab. Guck mal, die haben auch Krankenwagen gerufen, falls Dings hier. Das war auch das letzte Event, wo wir eingeladen sind. Ja, kann sein. Wir müssen heute nochmal genießen, Digga. Schauen wir mal das Zimmer jetzt. Aber was ist das hier, Bruder? Du musst das anziehen jetzt. Was fickt dir? Laber nicht. Ja. Yeah. Wir werden Skifahren, Bruder. Der hat mich gefickt. Och, gemütlich, doch, reicht schon. Ey, wow. Darf man das mitnehmen? Ach, das passt schon, ich stelle es in dem einfach komm. Was geht ab, meine lieben Friends? Herzlich willkommen auf ein neues YouTube-Format, auf diesem Kanal. Herzlich willkommen. Alter, das wird zu krass. Wir sind heute beim Monte-Event dabei. Ich wurde eingeladen von Monte Abi höchstpersönlich. Ich freue mich extrem. Was erwartet uns? Was ist überhaupt dieser Vlog? Alles klar, Fernseher geht an. Ich habe hier eine Universalfernbedienung und zwar auch habe ich hier eine PowerPoint-Präsentation für euch vorbereitet, meine lieben Friends. Wir sind heute beim Monte-Event dabei. Wer es nicht mitbekommen hat, kann eigentlich gleich abschalten, weil ich weiß auch nicht, Bruder, wenn du das nicht mitbekommst. Bruder, meine Oma aus Adana hat es mitbekommen und die hat nicht mal Internet. So, unser Ziel war es eigentlich, Eldos entführen, weil wir haben hier sehr viel Wald und da hatten wir halt vor, dass wir den nehmen und dann ganz tief in den Wald fahren und dann auf jeden Fall. Sorry Leute, tut mir leid, das war natürlich falsch. Unser Ziel war es natürlich, einen Spaziergang durch den Wald zu machen. Machen wir weiter. Der Stream fängt um 15 Uhr an. Wir werden auf jeden Fall auch bei den Streams dabei sein. Ich glaube, es wird halt mega geil. Ich habe jetzt schon ein paar Creator gesehen. Es ist geil, es ist wieder komplett Streamer, alle versammelt. Es ist wieder wirklich wie so eine Klassenfahrt, Bruder. Und diesmal bin ich sogar bei der Klassenfahrt dabei. Bruder, ich durfte in der Schule nicht mit und ich bin einfach dabei. Ich fühle mich wieder wie 16. Das sind jetzt auch schon zwei Generationen her. Auf jeden Fall machen wir weiter. Wichteln. Ich habe mir so einfach jetzt das hier geholt. Ich werde einfach da reinschreiben, 50 Euro werde ich geben und sagen, dir ist überlassen, was du mit den 50 Euro machst. Entweder tust du 2 Monate Fitness was für deinen Körper oder du frisst dich voll. Das ist so gut gemeinter Rat. Leute, ich will gar nicht zu viel euch aufhalten mit dem Intro. Ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Wenn ihr möchtet, aber wirklich nur wenn ihr möchtet, könnt ihr abonnieren. Wenn du es nicht möchtest, okay, gut, Bruder, ich zwing dich nicht. Ich zwing dich nicht, mach nicht. Aber wenn du nicht abonnierst, bist du ein 31er. Starten wir mit dem Video. Ey, schmeckt, Bruder? Ja. Schmeckt's, Bruder? Boah, richtig gut, Alter. Tamam, ich bin Peach, Bruder. Danke, dass ihr mir auch gebracht habt, Alter. Der Tag ist gekommen, Bruder. Wir machen aus Mert Floyd Mayweather Mert. Bruder, das ist immer diese MMA-Krankheit. Er sieht irgendwo einen Boxsack, er macht Fantasie. Lass mal kämpfen. Komm, Bruder, das ist ein ganz normaler Boxsack. Warum musst du mal... Aber was ist, wenn dich jetzt jemand angreift und du hast jetzt... Halbe Stunde davor hast du trainiert. Ja, krass. Und schaut mal an, diese Tischkicker ist einfach länger als meine Zukunft, Lan. Bruder, das ist einfach Tischkicker für Großfamilie, Lan. Für ganze Clan ist das. Welche von Großfamilie willst du jetzt angreifen? Mert, Oliver, ich f*** dich. Hör mal auf, Moro. Ey, komm mal her, hast du schon die Eldosch-Ecke gesehen? Wo, zeig mal. Jetzt weiß ich auch, warum er nicht gekommen ist. Weil das war sein Spielbereich und die haben das zur Regie umgewandelt. Und deswegen war er sauer und deshalb ist er nicht gekommen, Digga. Ah, wir hatten auch das Kostüm für ihn, alles bereit, aber schade. Alter, schaut mal. Das ist Deko, Bruder. Das ist nicht echt. Bruder, scheiße, ich fühle mich wie zu Hause, Bruder. Kennt ihr das? Ihr sagt, Mama, ich hab bisschen Hunger und eure Mutter macht sowas. Wow. Alter, was für Vibes. Auch der Geruch, es riecht sehr holzig, es ist wunderschön. Mert hinter der Theke, wunderschön. So, meine Freunde, das Highlight von dem Event ist ein Boxsack hier. Da kein Eldos hier ist, werden wir heute unsere Simulation an diesem Ding hier ausüben. Ich zeige euch einfach, was passieren würde, wenn Eldos tatsächlich hergekommen wäre. Und zwar würde die Simulation so aussehen, wenn ich auf Eldos zutreffen würde. Man würde natürlich denken, ich würde ihn erst herzlich begrüßen. Die Hand sagt ja schon alle, würde das so enden. Haben wir gerade Rekord gebrochen? Wir haben gerade Rekord gebrochen mit Schelle. Wie geht das denn, Alter? Mach! Oldschool, Mann! Ich werde nie wieder so schlagen. Das ist mir richtig unangenehm, ne? Weißt du warum? Ich weiß. Weil wir die einzigen, die ersten sind, weil die schon wieder die mit schwarzen Haaren sind hier und machen Boxdings, Digga. Das ist mir richtig unangenehm. Scheiß drauf, Bre, mach einfach. Leck mich am Arsch lang, was war das für eine Faust, Alter? Ja, geht
Digga. Hadelan! Da kommt der Boxenschnitt raus. Mehdi kommt, der Marokkaner. Ich sag, Mehdi wird mehr als wir beide. Ich glaube, Mehdi haut raus, ja. War das jetzt dein Ernst? Nein, das war schon. Das war werbefreundlich. Ja, das war auch werbefreundlich. Wir haben. Ey, das geht besser, Mann. Ja, okay, komm, ich mach. Breitenberg. Dieser, wir haben hier Ausländerecke gemacht. Komm, wir machen so. Wer näher dran? Wenn ich jetzt schlage, kommt 960. Du hast 60 gesagt, hast du gewonnen. Ja, ja, Boxautomaten. Das haben wir gerade auch gesagt. Das haben wir gerade gesagt. Ein bisschen unangenehm, dass wir nur Schwarzköpfe hier sind bei diesen Boxautomaten. Wir machen, wenn mehr, wer härter macht. Okay. Wer mehr Punkte kriegt. Okay. Okay, Matt versus Breitenberg. Stark. Das ist wirklich so schwer. Monte, es geht um 10 Subs, Digga. Was soll ich machen? Oha! 920. Ja, ich kann noch mehr, Bruder. 921. Ich muss 922 Minimum machen. Genau. Ne? Ja. Digga, ist so unangenehm, Leute. Check dir mal dann Bamburin mit. Stark. 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 Und der Gewinner ist. Digga, nein, Alter. Aha, Breitenberg gewinnt. Und was haben wir 20 gehabt? Nein, um 1 gegen 1 Boxkampf. Sergenmaschine, Heide. Yes. Was war das denn? Ey, da geht noch ein Versuch noch. Das war Vorschlag. Sagen, wenn du Stress hast, ruf lieber mich, Bruder. Ruf lieber mich, Bruder Herz. Okay, gut. Matt, hey, Challenge. Wenn du fünf Stück hintereinander. Fünf Stück hintereinander, okay, fünf Subs. Sag. Nein, je mehr du hintereinander schaffst, so viele Subs gebe ich dir. Wenn du 20 hintereinander schaffst, kriegst du 20 Subs. Okay, los. Ein Sub. Das war's schon. Ein Zapbrunnen. Ja, weiß eh, deswegen pokert er. Er weiß eh, ich verkacke. Hamid. Sei mal ehrlich, ist nicht. Warte, Bruder. Ich hab gestern einen Clip zugeschickt bekommen. Okay, komm, Edis. Komm, eins gegen eins. Boxen. Ich gegen du in den Ring. Komm mal her, Bruder. Komm mal, Bruder. Was war? Du hast also Ansage, hab ich auf TikTok. Hä? Du läufst in Amsterdam rum, schmales Haus, Edis passt da rein. Ja. Erklär mir jetzt, was ist Sache, Bruder? Oder das war doch. Guck, das war so ein Experiment. Das Video ist die Auflösung. Also soziales, was für ein soziales Experiment? Ja, wo wir so testen, wie so Südländer sich verhalten in Deutschland. Bruder, ich sag dir ehrlich. Leute, wir distanzieren uns von Gewalt. Guck mal, mach mal erstmal die Kamera aus hier. Mach mal Kamera aus. Mert, herzlichen Glückwunsch. Warum? Sie sind der erste Kanake mit Fortnite-Earnings und der erste Kanake auf der Skipiste. Yeah. Du hast dich integriert, Moro. Yeah. Du hast dich integriert. Ey, Dosh, benimm dich. Boah, Bruder, Sergen. Boah, das ist schon maximal Peach-Outfit. Yeah, yeah. Maximum, Bruder. Digga, Mann, ich sag ja, Bruder, ist schön. Also, du bist auch Skifahren. Tamam, aber ich bin kein Peach. Nur die Optik, Bruder, nicht du bist ein Peach. Ja, die Optik, Peach. Bruder, du bist ja kein Peach. Die Optik, das sagen wir so. Ach so. Da ist der erste Übeltier, der Rohr ist da. Ja. Ich will nur sagen, das ist der, der jetzt... Was soll denn der Scheiß in Amerika, Bruder? Du warst in Los Angeles, du machst diese Filme. Abi, ich hab nichts gemacht. Sag mal jetzt nochmal diese ganzen Ansagen, die du gesagt hast. Schau mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, dass du auf meiner Seite bist, wir kämpfen gegen Eldos oder du bleibst weiter auf der Verliererseite. Entscheide du. Bruder, mein Bruder, seit Tag 1 natürlich bin ich auf deiner Seite. Oh. Ach so. Ah, natürlich bin ich auf deiner Seite, Lan. Du bist auf meiner Seite. Natürlich. Und der Nächste. Auch du, hast du gehört? Ich mach nie wieder mehr diese Ansagen. Ja, ja. Abi, ja. Sag, Eldos ist ein Hund. Eldos ist ein Köpfeck. Okay, Eldos. Wir haben jetzt noch einen auf unserer Seite, Eldos. Boah, das ist jetzt auch. Eldos, du Hund! Ich bin auf komplett Ski. Jetzt geht's los. Maus ist auch am Start. Einfach jeder läuft wegen den Schuhen wie Rohat. Abu ist voll da. Ey, Abu sie. Wie machst du das mit der Gondel? Keine Ahnung. Weil der Mann. Du kannst da, glaube ich, gar nicht. Nein, nein, die meinen, die haben einen. Wenn die Ware hochbringen, so einen Schwertransport. Da hänge ich mich ran. Ja, das sieht so geil aus hier, ne? Ihr glaubt's gar nicht. Was ein geiles Event gibt euch mal. Also Leute, wir machen jetzt ein Rennen. Also die beiden gehen auf den und ich bin mit Zergen. Einfach mit so Transporter, Alter, bis hier nach oben lang. Ich hab Angst, komm auf! Mert! Das ist nicht unser Gebiet, unser Territorium. Aber ist das nicht geil, mal was Neues auszuprobieren, ja, Bruder? Ja, Integration. Bruder, wir bekommen nicht deutsche Pass, wir bekommen Diplomatenstatus. Bruder, wir sollten. Ich fühle mich
1% mehr integriert. Sag dir, wie es ist. Ich heiße auch schon nicht mehr Edis, sondern Eduard. Mert, schau mal nach unten. Mert, schau mal nach unten. Maus, beweg mal die Schaukel. Okay, wir sind angekommen. Leute, jetzt passt auf. Zack. Bro. Wir machen jetzt ein Rennen. Mert, mit richtig frontal. Okay, wir sind dran. Hey, du langer Mann. Okay, das wird jetzt sehr sass, Sergen. Ja. Du wirst auf jeden Fall was in deinem oberen Rücken spüren. Das ist aber nicht mein Schlagstock. Mert, check, check. Du check jetzt hin, warte. Abo. Kann jemand das fette Kind von der Piste nehmen? Der kommt nicht weiter. Er kommt nicht weiter. Er kann nicht aufstehen. Er kann nicht aufstehen. Er kann nicht aufstehen. Schau mal, schau mal, schau mal. Der arme Abo, der... Leute, 17.12.2023. Wir sind am Arsch. Ich sage 3, 2 und bei 1 gehen wir, okay? Okay. Maus, konzentrier dich. Heide, sehr gut. 3, 2, 1. Go! Schieb, 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 schieb! Ah, ah, ah. Es geht weiter. Scheiße, mein Ski. Ah! Ich bin gefickt. Ich bin Schneemann geworden. Ich glaube, meine Jacke ist noch. Wir voll kalt. Mensch, geht um Erster. Ich bin raus. Ich komme! Sergen, mach dich bereit! Sergen, mach dich bereit! Schneller! Sergen, lenk! Sergen, mach was! Sergen, lenk doch! Hatte Amanakoto mit Jojo! Ah! Ich sehe auch nichts! Bruder, ich bin Schneemann geworden. Ich kann nicht mehr. Sieh mal. Das ist nicht für Kanaken, ja. Ich bin ge***t. Schaut mal bitte, schaut mal. Bruder, das ist der Beweis, dass das nicht für Kanaken ist. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot. Abo, bester Mann, Alter. Geil. Dein Bart spricht, Bruder. Oh! Ja, gut, ich habe jetzt Voodoo schon gemacht, ab das. Geil, jetzt direkt geil. Okay, Monte Abi ist jetzt auch hier. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung, Bree. Gerne, gerne. Vielen lieben Dank. Und gerne. Was sagst du, wie läuft's bis jetzt? Bis jetzt gut, jetzt habe ich gerade ein bisschen Freizeit, weil die anderen Jungs moderieren. Max Radin moderiert jetzt hier gerade. Sehr geil, Feedback von den Zuschauern ist super. Und wichtigste ist sowieso nicht, dass der Stream eine 1 plus mit Sternchen wird, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass die Leute vor Ort eine gute Zeit haben. Ja. Und für mich war so, ich habe es auch schon im Stream gesagt, wie oft waren wir schon auf Events so und man hat sich gesehen, aber man hat eigentlich nur so 10 Minuten, 20 Minuten Zeit gehabt. Was? Und dann Show hier, mach das, dies, das, Fußball hier, bla. Ja. Hier war mir wichtig, dass alle so zusammen sind und man wirklich auch Zeit hat, mal mit sich, mit Leuten connecten, mit denen man sonst keine Zeit hat, weißt? Und das auch mal wieder was ganz... Ski, Bro, wie bist du auf Ski gekommen? Das war eine spontane Idee, vor 1,5 Monaten, musst du dir vorstellen. Vor 1,5 Monaten hatten wir die Idee im Kopf und dann haben wir es umgesetzt, mein Team, ne? Ja, geil, Alter. Das war eine geile Sache, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, Bruder. Ich glaube, ich bin der erste Kanake jetzt, der Snowboard gefahren. Snowboard fahren wird. Ich würde behaupten, sind schon andere Kanaken gefahren. Nein, nein. Nein? Nein, nein. Glaube ich nicht. Aber der erste mit deinen Muskelmassen. Stark. Hast du Eldor schon gesehen im Mixer? Der ist nicht gekommen. Ehrlich nicht? Nein, der ist nicht gekommen. Warum nicht? Und der macht Fitner. Der sagt, schau mal, was hältst du davon, dass ich deine Gäste vergraule? Ich finde das nicht korrekt, Bruder. Er vergrault deine Gäste einfach. Ja, schau mal, er macht wieder Fitner. Kannst du nicht einfach Mottes Gäste vergraulen, Junge? Du drohst Eldor, Junge. Das ist eid, Digga. Nee, man kann Eldor drohen. Der hat das verdient. Ja, okay.
macht immer einen auf krass, dann muss er auch krass mal sich beweisen. Ja, ja. Aber ich habe herausgefunden, warum er nicht gekommen ist. Weil diese Kinderparadies da, daraus habt ihr Regie gemacht. Das war normalerweise ein Platz für Elternstelle. Ja. Deswegen verstehe ich das. Na, ist scheiße, sage ich dir ehrlich gesagt, dass du diesen Kinderparadies da geschlossen hast. Stimmt, aber egal, Eldosch, das nächste Mal wäre ich das hier offiziell Hamburg-Verbot. Oh, du gibst Eldosch Hamburg-Verbot? Stark, Alter, stark. 2 Sekunden steht damit Kanaken direkt Verbote aus. Du bist jetzt einer von uns, Bro. Sowieso immer. Leute, schaut mal, wir machen ein Gruppenfoto, damit ihr das alles seht. So sieht das auf jeden Fall Backstage aus. Marc, bester Mann, Alter. Ich liebe den Mann. Schaut mal, wie viele Leute, Leute. Einfach wie viele. Sag ich euch ehrlich, Mega-Event. Einfach brutal. Und hier haben wir den einzigen Ehrenmann, der in Los Angeles seinen Urlaub genossen hat. Ich habe mein Ding gemacht. Ich meinte, hört mal zu, Edis ist älter als ihr, entspannt euch mal. Stark. Weißt du, ich hab die Jungs dazu gebracht, eigentlich entspannt zu sein, aber die sind der Wirt. Rohrt ist der Allerschlimmste von allen. Rohrt? Ja. Ja, aber Rohrt sagt, Eldos ist der Schlimmste. Nein, Rohrt schickt sie vor. Rohrt schickt seine Leute vor. Und okay, das ist Eldos und Musti. Oh. Sidney tritt immer nach. Ja, Sidney ist aber auch eklig, Bro. Der macht ja, auch immer Sidney so. Ist auch schlimm. Aber schau mal, ich hab dir meine Liste übergeben, okay? Du hast die Vollmacht. Okay, du hast die Generalvollmacht von meiner Liste. Kann ich Sidney wieder drauf machen? Ja, mach ihn. Geil, Mach Eldos, mach Rohrt 1, Eldos 2, Musti 3, Sidney 4. Sidney 4, okay, alles klar. Das ist jetzt die neue Liste. Hallo, Mert. Was denn? Mert, stell dich mal hinten an, bitte, ja? Was ist das, der drängelt sich vor? Schau mal, Leute, da ist Schlange. Ja, oder macht er nicht so, Digga? Hallo. Gehen Sie bitte wieder nach hinten. Ja, was denn? Ja, jetzt auf einmal nicht mehr, gell? Du hast dich verletzt, ich mich auch. Ja. Wir suchen gleich unsere Unterlagen unten raus. Unterschriften, die Unterlagen von uns. Ich habe nicht mit meinem Namen unterschrieben. Genau, die fehlen. Wir haben nichts von mir in der Hand. Hast du dich verletzt? Übertrieben. Und dann wird Marcel Erich sehen. 1:37 später. Ich muss was petzen. Was denn? Abu und Revi. Ja, ich hab mich am Knie verletzt. Die wollen dich verklagen nicht und so verklagen, Scheiße und so Mese oder was willst du? Machen, gerne. Kein Problem, kein Bock. Du hast die Generalvollmacht unterschrieben, du Bro. Du hast alles unterschrieben. Ja, ja, aber ich verklag dich. Guck mal, ob mein Zettel noch da ist, Bro. Schau mal, ich bin doch nicht dumm. Ich bin mit meinem Anwalt. Der Anwalt ist hier. Wir haben Videoüberwachung, wir haben alles geguckt. Ja, scheiß drauf. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Bitte wiederholen. Wir sind in Amerika in einem Hunde-Essensladen vorbeigefahren und Tierbedarf. Und Eli meinte zu Eldos, guck mal, das kannst du filmen und sagen, das ist Edis. Die haben sich alle, ich war der Einzige, der dich da beschützt hat, Edis. Vertrau dir nicht. Was laberst du? Das stimmt nicht mal. Ich bin unter Schock. Weißt du, was Wort und so sagt? Aber die sagen, du hast 10% dazu auch beigetragen. Nein, niemals. Ich schwör's dir. Eli, brich nicht mein Herz. Ich war der Einzige, der zu dir gehalten hat. Ich meinte, der wird dich packen und dich packen. Leute, ich weiß nicht mehr. Ich fühle mich gerade wie ein Among Us und alle Seiten. Ich muss den Imposter finden. Alexis! Ja, ist kein Blitz an. Wer findest du ist der hübscheste Streamer? Unabgesehen von wirklich keiner schaut dir gerade zu. Wirklich keiner schaut dir zu gerade. Du bist alleine. Bin ich alleine? Ja. Und keiner zu gerade? Keiner schaut zu. Okay. Was soll ich sagen? Ja, du, ne? Alexis, beste Frau. Alles in einem. Wie fandest du das Event? Bruder, 10 von 10, Digga. Geil, gell? Ja, würdest du wieder herkommen? Ja, klar. Danke, Montabi. Bester Mann. Bester Mann. Wie fandest du das Event? Zergen? Sehr, sehr geil. Ja? Hat sehr viel Spaß gemacht. Was hat dir am besten gefallen, Bruder? Soll ich dir ehrlich sagen? Wie fandest du es? sehr gut. War entspannt. Geil. Und mein Lieblingsdeutscher? Du weißt Bescheid, Bruder. Assalamu alaikum. Abis, war cool. Wie fandest du das Event? War ehrlich stark, war wirklich geil, cool. No joke, ja. Danke auch nochmal. Lass uns doch was kaputt machen, ja? Ja, wie wär's mit Rohrt? Leute, Spaß beiseite, wir sind echt alle am Arsch. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nichts. Scheiß auf diesen Wissen. Ciao.